So, dann wollen wir mal. So, also gestern haben wir gemerkt, wir haben uns ein bisschen zu sehr unserem Team angeschlossen. Heute versuchen wir wieder mehr unser eigenes Game zu spielen. Und weniger blind auf Calls zu hören und mehr eigene Calls zu machen. Das war unser Learning von gestern. Das wird umgesetzt. Die Games pro Tag zum Improven würdest du empfehlen? Boah. Ich würde sagen, da gibt es keine feste Nummer, ehrlich gesagt. Inzwischen muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich fast der Ansicht, je mehr, desto besser. Wichtig ist halt nur, dass du eine feste Anzahl an Games hast, auf denen du wirklich Full Try Hard 100% Fokus spielst. Aber ich glaube, so mit 4, 5 Games am Tag kann man auch schon sehr, sehr guten Progress machen. Also die ersten 5, wenn du, sag ich mal, 5 Games spielst, kriegst du den Großteil des Improvements. Und wenn du dann noch 5 Games mehr spielst, dann helfen die, aber nicht mehr ganz so viel wie die ersten. Ja, dann kriegen wir auf jeden Fall keine Prio rein. Okay, 4 CS behind ist noch okay. Wo ist die Morgana, ist die Frage. Das ist nicht winning. Das ist nicht winning. Wir müssen in der Bot gehen und unsere Wave collecten.
Oh, scheiße. Okay, Bild. Ich hab nix. Uhuhu. Spielt mich doch einmal! Draven, no Flash. Vor allem war ein Wild. Ready game. So. Ein Auto-Tick hat gefehlt, schade. Okay. Da kommt nichts mehr, Cutter? Oh. Hätte ich ehrlich gesagt noch mal ein bisschen mehr erwartet. Okay, wir gehen Mitte. Ja, so nur Flash. Habt ihr keine Ingame-Sounds? Doch. Könnte ein bisschen leise sein vielleicht, aber sonst. Ihr habt keinen Ingame-Sound. True. Warum? Doch habt ihr es einfach nur extrem leise. Ah, jetzt. Ich habe keine Zeit, den Ward zu clean. Auf jeden Fall auf Morgana aufpassen, wenn die Botlane läuft, haben wir nicht wirklich Counterplay ohne Flash. Okay, Mandrake. So, Sinn startet mit einer stabilen 0-4 Performance.
Okay, we take those. We take those. Toplane sieht leider wirklich terrible aus. Aber es ist Singed, ne? Singed ist immer anders. Oh scheiße, der hätte hitten müssen. Na, war Cutter ein bisschen übermotiviert. Boah, mit W wäre sie eigentlich gestorben, ne? Krass. Können hier weiter pushen, die sind super low. Ich overstay mal fürs Plating, dann habe ich mein Item. So. Ja, wir sind auf jeden Fall online. Hinter Mitte TPen theoretisch. Nur noch ein Plating ab, ne? Ja, wir move mal Mitte rein. Okay, also der Draven ist schon mal raus aus dem Game. Kriegen hier Bot Tower, Morgana ist top. Oh.
Boah, ich bin super fett. Wir haben TP ab. Oh Gott, das ist ein bisschen scary, aber sonst sieht das Game sehr, sehr gut aus. Okay, wollen wir jetzt für Mitte Tower spielen? Harold ist auch ab. Okay. Compassion is but a whisper. Aber wir haben Full Control über das Spiel. Oder Dodge, muss man ihm lassen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, auf die Morgana zu gehen. Aui, okay, die tut weh. Krass. Holy shit, das war ein kurzer Weh. Das war nicht so gut, meine Freunde. Scheiße. Das Cinch ist so ein bisschen Deadweight, leider. Aber wir müssen einfach weiter Dranks singen, dann sieht's gut aus. Ja, Blue habe ich übersehen. Ich habe ihn gerade im Augenwinkel gesehen, als er despawned ist. Okay, also wenn wir einfach so in die Gegner reinrennen und Morgana Q ult und so kassieren, dann verlieren wir. Na, wenn wir einfach ein bisschen slow spielen, sollte das fein sein. Harold kriegen wir auch. Cinched. Okay, we take those. Take those. Ja, ich glaube, es ist ein Nash hier, ja. Wir sind ein bisschen low, though. Hm.
So einfacher als erwartet. Ja, das TP war es nicht so ganz. Sie hatte noch Ult und Sonya's ready, my bad. Ah, die macht schon saftig Damage, die Morgana, ne? Ult W, 1400 Damage. Crazy. Crazy. Da war mal ein bisschen motiviert mit dem Flash. Na, scheiß mal auf den Tower, guys. Wenn das Spiel noch wenig spannend wird, heißt es Hallo YouTube Easy Upload. Ja, ich weiß nicht, ob es noch spannend wird. Ich glaube, das ist einfach straight up gewonnen, das Game. Wobei, also, das ist gewonnen, wenn wir gutes League of Legends spielen. Das spielen wir eigentlich bisher. Einfach hat leider nicht ganz für Mana am Jungen gereicht. Okay. Katharina-Sachen. Los ist raus. Ja, wir resetten, ja. No fighting, no fighting. Drake und Nash sind jetzt unsere Win Conditions. Machen wir mal ganz frechen Pot hier. Dem wird keine 3 Minuten mehr gehen, glaube ich. Semi, dann wird's ab. Ich bin Soraka, Benny. Danke auch für eure Subs. Küsschen. Boah, das ist aber ein tanky Sack. Ja, wir gucken einmal für Ende hier, oder?
GG. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Guter Start in den Tag, sag ich mal. Aber das war ein relativ entspanntes Ding, ne? Ich hätte echt gedacht, dass es schwer wird, das Game, aber Botlane ist ein bisschen runtergerannt. Eine saubere plus 20.